Gut. So, hallo, willkommen hier auf der IPC. Ich bin hier mit Sebastian Bauer, der gerade einen schönen Vortrag über Regressionstests gehalten hat. Ja. Hi. Vielleicht ganz kurz erklären, worum es im Detail ging. Ja, also in meinem Vortrag Regressionstests in Webprojekten ging es vor allem darum, mal so ein bisschen einen kleinen roten Faden aufzuzeigen, erstmal generell klar zu machen, warum ist es wichtig, Regressionstests zu machen, also nicht manuell vor allem, sondern automatisiert. Ein bisschen zu zeigen, wie schnell man da auch mal was machen kann und eine ganze Menge manueller Tests schon abschaffen kann, ohne dass man sich jetzt irgendwie gleich einen riesen Berg an Aufwänden einheimst, den man irgendwie nicht verargumentiert kriegt. Ja, und wo man dann eben auch hingehen kann, also was man dann weitermachen kann, den Weg zu Continuous Integration, Continuous Deployment etc. Mhm. Eben, du hast gerade gesagt, Ziel ist so ein bisschen Continuous Integration Umgebungen, Continuous Deployment Umgebungen einzurichten. Mhm. Kannst du da ein paar Tipps geben, ja, wie man das hinkriegt, vom Tooling her, von der Methode her auch? Mhm. Also ein ganz guter Weg ist ja immer erstmal klein anzufangen, immer gut. Also man sollte sich niemals irgendwie ein Ziel setzen, so, wir machen jetzt bis nächste Woche Continuous Deployment. Das sollte man so ein bisschen als Ziel ins Auge fassen auf jeden Fall. Das sollte der Weg sein, wo man hin möchte. Aber gut anfangen lässt sich halt wirklich erstmal, indem man sagt, na gut, wir setzen mal ein Bildsystem auf zumindest mal. Das ist dann noch kein Continuous Integration, aber wir haben mal unsere Tests automatisiert. Dann fangen wir mal mit Unit-Tests an. Wenn Unit-Tests ein bisschen schwer sind, dann kann man ja auch schon mal mit Akzeptanztests und Ähnlichem auf etwas höherer Ebene loslegen. Dann hat man schon mal ein bisschen was automatisiert. Das läuft dann vor sich her und wenn man dann merkt, okay, da haben wir ganz gute Erfahrungen gemacht, dann kann man ja schon mal einen Schritt weiter gehen, welche Richtung Continuous Integration mit Behavior-Driven Development, wenn man diesen Weg geht, da lässt sich auch schon ganz gut eine Menge auch im System abdecken, was auch sehr intuitiv dann funktioniert vor allem. Ja, und dann kann man wirklich so ein bisschen den Weg spannend sein, Continuous Integration, dass man auf dem Bildsystem aufbaut, dann auch noch ein bisschen weiter zu ziehen und zu sagen, so, jetzt sind wir in der Lage, wir haben hier immer ein stabiles System, wir wissen, das funktioniert, jetzt lass uns doch mal einmal in der Woche automatisch das System aufs Live-System deployen. Und das sollte so ein bisschen der Weg sein, den man versucht. Also da kann man ganz einfach erstmal anfangen. Jenkins ist super easy einzurichten und zu installieren. Und wenn man das dann mal laufen hat, dann packt man da halt unterschiedliche Tests rein. Ja, und dann einfach mal gucken, wo es einen hintreibt. Aber man sollte sich dann immer so ein bisschen dieses große Ziel dann setzen, lass uns doch irgendwann mal Continuous Deployment machen. Mhm. Du behandelst da speziell auch die Web-Anwendungen. Gibt es da spezielle Anforderungen gegenüber anderen Bereichen Desktop? Ja. Oder? Also ich denke auf jeden Fall schon. Also wir haben im Web einerseits halt ganz klar diesen Faktor mit der Skalierbarkeit, also Last und alles. Das lässt sich halt schön in solchen Tests mit abbilden, dass ich da auch Lasttests mit einbaue. Dann haben wir aber halt auch solche Herausforderungen, was gerade diesen ganzen Komplex Browser-Kompatibilität angeht. Und das ist natürlich was wir im Web sehr schwer nur manuell abgedeckt kriegen. Also wenn ich da jetzt jemanden hinsetze, der in 5 Browsern die ganze Anwendung durchtesten will, dann ist der halt, nachdem wir mit dem Code fertig sind, nochmal 2 Wochen beschäftigt, bevor wir dann deployen können. Und das sollte man dann halt auf jeden Fall auch automatisieren. Also das sind so ganz spezielle Herausforderungen. Und dann hat man natürlich auch den Punkt, wir haben im Web extrem kurze Release-Zyklen. Also wenn ich da was release, dann beziehungsweise wenn ich Code entwickle, dann muss der auch sehr, sehr schnell wieder released werden, weil wir haben halt einen hohen Wettbewerbsdruck etc. Und es spielt natürlich damit rein, wenn ich da was versaubeutel, dann sieht das halt gleich die ganze Welt. Das ist dann nicht einfach nur ein Kunde, wo dann erstmal einer sitzt, der das qualifiziert, sondern dann geht es halt gleich an die ganze Welt und dann habe ich ein richtiges Problem, wenn da was kaputt ist. So, dein zweites Thema ist ja auch agile Softwareentwicklung. Du bist selber Agile Coach bei InnoVex. Genau. Hast gestern auch im Agile Day gesprochen, da habt ihr über Stolpersteine gesprochen und den Faktor Mensch als so einen Stolperstein identifiziert. Wieso gerade Faktor Mensch als Hemmnis für agile Softwareentwicklung? Also ich glaube, also der Mensch ist wahrscheinlich meistens immer das größte Problem, wenn es um Fortschritt geht. Also es ist immer, der Mensch hat immer ein Problem damit, sich zu verändern und sich auf neue Gegebenheiten anzulassen, sich aus der Comfortzone rauszubewegen. Dominik hatte das ja auch schön gesagt, also außerhalb der Comfortzone, das ist da der Ort, wo dann die Magie passiert, also wo man wirklich richtig gut wird. Und das ist einfach, in ganz vielen Facetten spiegelt sich das bei agilen Methoden immer wieder, weil da der Mensch ganz stark in den Vordergrund gerückt wird. Es wird gefordert, dass er Verantwortung übernimmt, dass er sich wirklich aktiv einbringt. Und das kann eben halt nur funktionieren,
wenn man dazu bereit ist. Und dann gibt es in ganz vielen Teams halt immer verschiedene Rollen. Es gibt Leute, die sich da sehr zurücknehmen. Es gibt Leute, die wollen gar keine Verantwortung übernehmen. Und von daher ist das natürlich schon der größte Punkt, der generell damit reinspielt, damit agile Methoden überhaupt funktionieren können. Alleine auch, weil Änderung halt immer eine Sache ist, die gerne am Menschen scheitert. Das heißt dann auch, jedes Team tickt ja anders, weil die Menschen andere sind. Da muss man jedes Mal neu nachjustieren oder als Coach gerade auch neue Methoden anwenden? Oder was sind so deine Erfahrungswerte? Ja, absolut. Also man muss sich immer ganz stark auf das Team auch erstmal einlassen. Man muss so ein bisschen gucken, wie ist das Rollengefüge, wie spielen die Leute untereinander und miteinander. Das muss man immer erstmal kennenlernen und dann auch wirklich gucken, mit welchen Methoden kriege ich jetzt die verschiedenen Leute aus der Reserve gelockt. Da hilft es manchmal ein bisschen zu provozieren, da hilft es auch manchmal mit irgendwelchen tollen Aktivitäten und Übungen die Leute da irgendwie zu beleben, um erstmal auch zu merken, hey, es kommt ja wirklich jetzt auf den Menschen an und es ist okay, wenn ich da jetzt Gefühle mit einbringe und sage, das fand ich traurig oder das hat mich ärgerlich gemacht. Da muss man wirklich auch immer erstmal ein bisschen experimentieren. Das ist auch als Scrum Master kann ich jedem im Unternehmen nur empfehlen. Gerade Retrospektiven sind ein toller Ort, um rauszufinden, was mit meinem Team überhaupt funktioniert. Also es gibt ganz viele Übungen auch für Retrospektiven, die funktionieren einfach gar nicht, weil das Team da nicht drauf einsteigt. Dann gibt es andere Sachen, die funktionieren da fantastisch, die in einem anderen Team wiederum überhaupt nicht gehen. Okay, dann noch viel Spaß hier auf der IPC für das Interview. Gerne. Und bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Ciao.